Okay, wenn mein Mikro jetzt die ganze Zeit gemutet war, kriege ich einen Anfall. Naja, werden wir nachher sehen. So, dann hier, weiter geht's, ne? Boah, das würde mich jetzt tierisch ärgern, wenn das Mikro gemutet war. Aha, wieder ein Regenrennen oder was? Im Regen sind wir gut, ne? Kurze Info, wir haben Öldruck verloren. Sieht so aus, als wäre irgendwo im System ein Leck. Wir sind momentan auf Standby, bis wir das behoben haben. Ja, läuft, ne? So, Streckenakklimatisierung wie immer auf Intermediens. Regenrennen, ich liebe sie zurzeit. Da könnten wir noch mehr aufholen. Als das Wochenende durchpissen wird, wäre es geil. Da könnten wir so viel aufholen, wenn wir wieder einen Sieg einfahren. Weil wir sind im Regen einfach besser wie alle anderen. Naja, DRS ist natürlich deaktiviert im Regen. Muss die Strecke natürlich trotzdem erstmal kennenlernen. Ja, hier muss man früh bremsen im Regen auch. Also hier knattert doch eindeutig irgendwas. Ja, das war gar nicht so schlecht für die erste Runde. Hätte besser sein können. Wieder zu spät gebremst, ärgerlich. Wie, und jetzt wird's trocken. Da rutscht man auf den Intermediates halt durch die Gegend, ne? Alles cool, chill dein Leben. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde rein. Scheint zu gehen.
Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir es noch kriegen. Haben wir direkt geschafft. Was sind denn die Teamziele? Schneller Sektor, schneller Sektor, schneller Sektor. Autoeinstellungen. Absolviere eine Runde mit mindestens zwei verschiedenen Boliden-Einstellungen während einer Trainingssession. Ja, dann machen wir das doch direkt, ne? So, nehmen wir mal das hier. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Ja, ich hasse das. Falsch gedrückt. Wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten Trainings durchzuführen. Sekunde kurz. Nein, abbrechen. Kurz ein bisschen vorspulen. Ich hasse es. So, jetzt hat hier Qualifying. Start. Fliegende Runde. Jetzt haben wir es. Alter! Was macht denn der Wichser? Vom Deschau noch eins dieser Kackstift-Teame von hinten und er drängt mich halt einfach ab. Test abgeschlossen. Das war wirklich guter. Bin ich behindert? So, haben wir alles geschafft. Sehr schön. Ja, weg mit der Zeit, ne? Ich meine, ja, hier könnte man noch Ressourcenpunkte sammeln und auch nicht gerade wenig, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal. Bock doch kein Schwein.
Rest vom Training tun wir mal simulieren. Ich meine, es wird ultra viele Ressourcenpunkte geben, wenn man halt jedes Ding in jedem Training, also alle drei Trainings, alle fünf Dinger macht. Ah, herrlich, wer hat da Bock drauf? Niemand. So, wie sieht's denn hier aus? Ich habe hohe Erwartungen an dich. Bewölkt, alles cool. Können wir hier irgendwas machen? Das dauert 2 Wochen. China-Karte. Das kostet 1000er. Wie sieht's denn hier aus? Jo, mach mal Hanne, ne? So, ja, jetzt wird auch hier der hier langsam in den hellgrünen Bereich gehen. Hier muss ich jetzt, aber mache ich es erst nach dem Qualifying. Ich mache das erst nach dem Qualifying. So, ab ins Blitzqualifying und hoffen, dass uns der Motor nicht platzt. Da ich halt die Formel 1 so absolut nicht kenne, habe ich keine Ahnung, wie weit wir gerade sind in der Saison. Ja, würde ich sagen, gehe mal direkt los zur Strecke. Fangen Sie schön falsch. Aber mit DRS musst du so aufpassen beim Lenken. Ja, ne? Ja, es fängt schon wieder an zu tröpfeln. Könnte vielleicht doch noch ein Regenrennen geben, ne? Ich würde es hoffen, ganz ehrlich, weil wir sind im Regen unschlagbar. Ja, ne? Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf. Obwohl, wenn es jetzt tatsächlich ein Regenrennen geben sollte, wäre es eigentlich wirklich schlauer, da der Motor im Regen nicht so belastet ist, weil wir langsamer fahren, Teile vielleicht doch erst nächste Runde auszutauschen. Ich hab Schiss, dass uns der Motor in den Arsch geht und dann haben wir es verkackt. Versteht ihr? Schön, hier wieder Rivalitäten gewonnen. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ah, Jeff sagt jetzt nur, dass halt trockene Bedingungen auf der Strecke herrschen. Ah, 94 Runden ist halt echt hart am Limit, ey. Ich google jetzt mal ganz kurz, wie viel denn F1 2019, wie viele Rennen.
Ach Leute. Ja, guck mal halt so, ne? Kanada, Frankreich, jetzt sind wir in Spielberg. Das ist das neunte Rennen von 21. Also wir sind jetzt knapp bei der Hälfte. Ja, doch, ich denke, also wenn wir knapp bei der Hälfte sind, können wir hier auf jeden Fall auf den wechseln. Der hier, ja, der muss noch ein bisschen, und der muss auch noch, die müssen noch, das Rennen müssen sie noch, danach können sie von mir aus gewechselt werden. So, ja, Rennen starten. Ich hoffe ja, wie gesagt, trotzdem auf Regen. Im Regen halt einfach unschlagbar sind, aber es scheint trocken zu sein, ja, leider. Das heißt, wir müssen jetzt einfach unser Bestes geben. Dass du im heutigen Rennen wenigstens den 9. Platz machst. Ja, ne? Go, Rennen starten, ne? 18 Runden. Ein, dass die Mercedes an mir durchfahren, finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ich konnte aktuell erstmal sogar einen zweiten Platz halten. Ein bisschen spät gebremst. Jetzt mal schauen, was geht. Als ob er einfach so früh bremst, Bottas. Also bitte. Du verlierst Energie. Schalte den ERS-Modus runter, bevor du an die Einsatzgrenze kommst. Jungs, ihr wisst, ERS ist auf Auto, ne? Da konnte ich ihn mir erstmal snacken. Mal sehen, wie lange. Ne? Wie gesagt, ich will es nicht übertreiben. Jo, scheiße. Ich will es nicht übertreiben, weil nachher macht er mir wieder was in den Arsch und dann. Ich fahre jetzt einfach erstmal ganz ruhig. Dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Hey, jetzt kommt dazu der Motor. Der Motor macht schlapp so langsam. Das Rennen muss er jetzt noch durchhalten, dann werden die Komponente nochmal getauscht.
Hintermann. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 weichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 15,0. Hüttenberg oder Hüttenkäse oder wie auch immer ist schon raus. Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Im Idealfall direkt 10 Sekunden rausfahren, dass ich, wenn ich stopp, direkt trotzdem noch vor ihm bin. Wieder eine schnellste Runde. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Jo, 8 Sekunden rausgefahren. Also in der nächsten Saison muss ich die KI einen Hauch schwieriger stellen. Ich muss in der Kurve aufpassen, nicht, dass ich mir noch eine Strafe einhandle. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar.
das hat jetzt Zeit gekostet. Alles okay, die zwei. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Jetzt okay, die zwei haben mich überholt, aber die müssen noch stoppen. Der schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Ayo, 20 Sekunden wieder zu Bottas. Der Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Einundzwanzig Sekunden.
Obwohl, ich meine, am Anfang hatte ich ja schon echt Schwierigkeiten, aber ich, gut, klar, ich werde halt auch im Spiel ein bisschen besser, klar. Ah ja, ich finde gerade aktuell die KI fast zu einfach. Ich meine, ich fahre hier mit einem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, schlechteren Auto eine halbe Minute gegen die raus. Abstand zum Teamkollegen beträgt 49,3 Sekunden. Ich meine, 25 Sekunden im Rennsport ist eine gefühlte halbe Stunde. Das hat jetzt ein bisschen gekostet, aber einmal kann ich mir das schon leisten. Ja, es war letzte Runde mein Glück, dass ich so viel Vorsprung hatte, weil ich ja so langsam wurde zur Zielgeraden hin. Trotz, dass meine Runden immer langsamer werden. Gut, klar, die anderen werden auch immer langsamer. Warum genau Bottas auf Hard fährt, ist mir eh ein Rätsel, aber ich bin da nicht so der Formel 1-Experte. Wenn es einer von euch weiß, ob das irgendeinen Sinn hat, warum der da jetzt auf Hard fährt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare.
Ja, lol. Da hinten kommen die hinteren Leute. Das, ich räume von hinten auf, ne? Kriege ich DRS zu Ihnen, wenn ich in eine Sekunde reinkomme? Prinzipiell dürfte es ja nicht so sein, weil er ist ja der Letzte. Boah, was muss das, wenn in real, für ein ekliges Gefühl sein? Du bist so schlecht, dass du da hinten bist und der Erste kommt schon wieder an dich ran. Er ist eine Runde, also eine komplette Runde fast vor dir. Wagen vor mir. Du führst das Feld an, P1. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, ich krieg der, ist kaum zu fassen. Blaue Flagge. Annäherung an Nachzügler. Ich habe Nachzügler überholt. Zwei Stück schon. Ja, ne? What the fuck, ey? P14 nochmal überholt. Ich bin im Ziel und die fahren in ihre letzte Runde rein. Ja, wir steigern uns. Schauen wir mal, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Das ist auf jeden Fall Lukas Weber. Er beweist immer wieder, dass er jemand ist, der ganz ohne Aufregung seine Ja, noch und genau das 14. Ja. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Okay, das war mein bestes Rennen bisher. Nochmal die letzten bis auf Platz 14 überholt. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Es muss sich gut anfühlen, den Zweikampf mit Devin, Ihrem alten Formel 2-Rivalen, gewonnen zu haben, oder? Alles fürs Team. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Ja, das war jetzt richtig geil. Zwei Rennen hintereinander. Erster.
Rivalität gegen ihn auch endlich gewonnen. Ja, wir sind gleich am Maximum hier, was den Rang angeht. Respekt. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. Aha, aha. Rennen ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja, ich bin begeistert. Bla, das interessiert auch keinen.